Hallo ihr lieben City Shaker und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Stage Time TV. Ja, 20.08.2011 Schützenfest in Urneburg und unser Patinator Peter Burgdorf, dem reicht es ja nicht mehr, nur einen Top-Act zu holen. Heute hat er gleich drei Top-Acts hier verpflichtet und zwar Rick Arena, Mallorca Star, Axel Fischer, unser Traum von Amsterdam und die House Rockers werden ganz zum Schluss hier noch für mächtig Stimmung in der Bude sorgen. Ja, wir wollen gar nicht viel Zeit verlieren, sondern legen gleich los mit dem Auftritt von Rick Arena und da wünschen wir euch viel Spaß. Genommen. Wie geht's dir? Boah, ich bin total platt, total heiß, aber ein geiler Sommertag hier bei euch, das ist wunderbar. Ich habe gesehen, du hattest heute schon einen anderen Auftritt in Rheine. War es hier besser oder dort drüben? Kann man nicht vergleichen, also das war ja eine absolute Zeltparty, das andere war ein Open Air. Also Open Air hast du Familie mit Kindern und hier war natürlich Party ohne Ende. Ich wollte gerade sagen, die Leute sind ja ziemlich bei dir abgegangen, also hat ja auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Und ich habe gesehen, du bist jeden Montag am Goldstrand in Bulgarien, ist das richtig? Richtig, montags bin ich am Goldstrand, am Dienstag bin ich am Sonnenstrand, am Montag fliege ich auch schon wieder um, lass mich nicht lügen, 6.30 Uhr geht es wieder ab. Also einen Tag ausruhen und dann ab dafür. Ist das sehr stressig oder macht es dir im Endeffekt eigentlich so viel Spaß, dass der Stress Nebensache ist? Das Schöne an der ganzen Sache ist, man ist immer ein Teil von dem Urlaub der anderen. Dann nehmen die einen als schöne Urlaubserinnerung mit nach Hause oder weniger schöne und das ist das Schöne an dem Job. Kann man denn Goldstrand so die Leute mit den Leuten hier vergleichen? Also würdest du sagen, da gehen mehr die Leute drauf ab oder mehr hier? Sagen wir mal, am Goldstrand hat man viel mehr die reine Party. Die Betrunkenen? Ja, boah, nee. Die, Schatz, ich hänge mir ein Foto, Leute. Und hier hat man natürlich mehr gemischtes Publikum, jüngeres Publikum, was auch auf Elektromusik steht. Das ist ein bisschen geringer. Du hast ja gerade auch den Song mit hier, kommt aus euren Häusern raus, den du im Duett mit Markus Becker aufgenommen hast, präsentiert. Das war ja auch sehr erfolgreich. Ihr wart ja die höchsten Neueinsteiger so aus der Schlagerszene. Platz 58, sehr stolz. Ja, war schön. Und im Frühjahr haben wir es dann noch auf die 48 geschafft, also haben wir noch die Top 50 geknackt. Also 48, 58, 68. Ja, ganz schön schön. War mal vor Micky Krause stehen, war auch mal schön. Also hast du ein bisschen privat mit ihm quatschen können, ein bisschen kennengelernt? Ja, Markus auf jeden Fall, der ist auch ein Kumpel geworden. Aber wenn du jeden Montag so beim Goldstrand bist, dann könntest du mich ja auch eigentlich mal mitnehmen, damit ich mal gucken kann, wie das dort ist. Wir sind dann mal weg. Nein. Ja, Montag, Handgepäck. Ja, gut, machen wir. Ja. Welche Uhrzeit? 6.30 Uhr oder so. Ab Düsseldorf übrigens. Kommt mit vorbei. Läuft, dann sage ich in der Schule, ich bin mit dir unterwegs. Die Schule, keine Ferien. Ja, wir sind doch schon lange vorbei, seit Donnerstag. So. Nein, bei uns gehen die noch bis Anfang September. Ja, wir sind hier in Niedersachsen, ne? Da ist das ein bisschen anders und da sind wir schon seit Donnerstag leider wieder in der Schule. Aber du siehst doch aus wie
Vormund. Nee, jetzt muss ich aufpassen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du noch in der Schule bist. Nicht? Wie alt bist du mich denn? Ich kann jetzt nur einen Fehler machen. 22. 21. Wow, das war ja nah dran. Und wie alt schätzt du mich? 27. Älter. Ich höre auf. Ja. Älter? Ja. Wie alt? Sag ich nicht. 27? Trau mich nicht. 27? Ich trau mich nicht. Sag. Schatz, ich schenke mir ein Foto. Gerne, ich habe auch eins dabei. Gebe ich dir nachher. Ja. Und ich habe gesehen, dein Partymotto oder dein Lebensmotto ist, dass du Musik für die Leute spielst, um die Menge so zum Toben zu bringen, ne? Ja, deswegen springen wir jetzt mal. Ach komm, genug Lappadolli gemacht. Wie? Ja. Du musst zur Schule am Montag. Macht nichts. Kann man auch mal auszahlen lassen. Ah, ja, wir fliegen ja. Für dich. Ah, nee, danke. So. Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt würde ich sagen, habe ich noch eine Frage an dich. Und zwar, es gibt ja irgendwie so eine Partyboot-Party. Ja. Irgendwie in Köln, ist das richtig? Nächste Woche. Ist schon die zweite, ne? Die zweite. Aber gut vorbereitet, das ja mal hier. Wie bei RTL, bei ProSieben und YouTube. Hä? Ja, du musst ja, ne? Wäre ja blöd, wenn ich unvorbereitet hier ins Interview kommen würde. Eine Topfrau, eine Topfrau. Die würde ich mir glatt klauen. Kaufen. Pause. Verkaufen ist ein bisschen gemein, ne? Ich bin unbezahlbar. Stimmt. Nein, aber wer ist denn da alles noch so? Also du bist da und wer ist noch vertreten? Peter Wackel mit, was hatten wir so? Sag mir mal einen Song von Peter Wackel. Wie, du bist doch hier der Schlager-Experte. Ich kann doch jetzt nicht sagen, scheißegal besoffen, oder? Nee, du nicht. Ja, ich ja. Peter Wackel. Ja, dann mach mal. Ja, und Tobi mit seiner Lotusblume und ja, und PS Alex, eine Frau, die mich nach Hause trägt. Aber letztes Jahr war Axel Fischer auch an Bord. Der war klasse. Mit Traum von Amsterdam. Kennst du den Mann? Ja, er steht doch hier auch. Da vorne, oder? Ja, da vorne, da vorne. Genau. Neben Tokyo Hotel. Nee, aber hört sich ja auf jeden Fall nach Party pur an, ne? Ja, natürlich, total. Vielleicht schaue ich mal vorbei. Wie bitte? Vielleicht schaue ich mal vorbei. Wo? Bei der Partyboot-Party. Oh nee. Ah, die Zeit. Guck mal, die Kollegen müssen, die Kollegen. Wir dürfen nicht mehr flirten. Vorbei, vorbei. Wie gemein. Komm, Facebook, Facebook. Facebook, okay, alles klar. Facebook. Gut, dann würde ich sagen, Dankeschön für das Interview. Dankeschön. Und ja, ich gebe zurück an Christoph und wir genießen jetzt den Auftritt von Axel Fischer. So, danke Angela, wir haben ja keine Zeit, denn gleich ist es soweit. Der Traum von Amsterdam wird hier zum Traum vom Urneburg gleich. Axel Fischer ist hier. Axel, ich habe eben gehört, dein zweiter Auftritt heute schon, richtig? Ja, genau, ich bin schon ein bisschen aus der Puste, aber geht gleich auf die Bühne und bin mal gespannt. Der junge Mann kommt aus Rheine heute, großes Open Air gehabt. Jetzt gleich hier in Urneburg auf dem Zelt. Rick Arena war ja eben schon draußen. Ja, wird gemütlich, wird ein schönes Wohnzimmerkonzert. Nee, also sieht gut aus, ich habe gerade schon mal reingeguckt. Genau. In Rheine war richtig voll, waren ein paar tausend Leute, aber ich finde es auch cool, wenn es ein, ich weiß nicht, wie viele sind heute hier, ein paar hundert oder so? Ja, also über tausend sind schon. Tausend auf jeden Fall, vierstellig. Also egal, solange die Leute gut machen, bin ich auch gut drauf. So sieht's aus. Der Traum von Amsterdam, das war ja, sage ich mal so, der Wendepunkt sicherlich in deinem Leben, oder? Ab da wurde alles anders, oder? Ja, das ist ja der Hit, mit dem dich wirklich jeder in Verbindung bringt. Aber was heißt Wendepunkt im Leben? Aber es hat natürlich schon einiges verändert. Extrem viele Auftritte danach. Natürlich bin ich jetzt seit, glaube ich, gut 3 Jahren ziemlich viel unterwegs und jede Woche auf Mallorca im Sommer und ja. Ja, klar. Wir haben mal vorher recherchiert, da stand irgendwas von 200 Auftritte pro Jahr, die du echt absolvierst. Das ist ja echt... Hier, müssen wir ranzoomen, man sieht es hier an den Augenringen. Nee, zoom lieber nicht. Könnt ihr das nachträglich wegretuschieren? Nee, ne? Ich glaube nicht. Na, scheiße. Doch nicht zoomen, bitte. Also auf jeden Fall, man sieht es irgendwie so ein bisschen. Ist schon sehr anstrengend, aber macht auch viel Spaß. Ja, ich habe mir vorhin noch ein Video angeguckt. Axel Fischer in der Lanxess Arena. Da war auch irgendwie Köln feiert oder irgendwie sowas. Auch Traum von Amsterdam. Und ich glaube, 20.000 Leute sind mit dir am Johlen. Was ist das für ein Gefühl, wenn man da auf der Bühne steht und ja, die singen alle
so laut, dass man seine eigene Stimme kaum hört. Ja, es ist geil. Also, wie willst du es in Worten beschreiben? Du stehst, also, wenn du es liebst, auf der Bühne zu stehen, dann ist es einfach ein geiles Gefühl, wenn da super viele Leute stehen und einfach mitsingen. Auf der anderen Seite, wenn es einfach nur ein paar Leute sind, die auch dankbar sind und gut abgehen, dann freue ich mich auch drüber. Also, es müssen keine 10.000 sein, um eine geile Party zu feiern. Du lebst also quasi deinen Traum, kann man so sagen, oder? Den Traum von Amsterdam. Nee, ich Traum von Urneburg. Ja, nee, also ich bin nicht irgendwie so ein DSDS-Fritze oder so, sondern ich mache Musik schon relativ... also ich finde solche Castingsender absolut okay. Ist da eine gute Plattform, um berühmt zu werden. Ich meine, Norman Lang zum Beispiel hat jetzt echt guten Erfolg gerade und sei ihm gegönnt. Aber auf jeden Fall mache ich schon länger Musik und von daher... Macht es auch aus Spaß und von daher bin ich froh, dass es einfach geklappt hat und zum Beruf geworden ist. Ich habe auch nur eben O gesagt, weil vor gar nicht allzu langer Zeit, nämlich am 5. August, war ja Deutschlands neuer Superstar hier bei Peter Burgdorf. Daniel Kübelberg. Nee. So ähnlich, nee. Der Pietro mit Sarah, die ja jetzt verlobt sind übrigens. Ne? Kein Film, kein Interview und. Also da konnte man sich nicht hier hinten, so wie wir jetzt hier, schön ins Getränkelager stellen. Wahrscheinlich und ein schönes Interview, Catering, oder? Wo ist es? Haben die wahrscheinlich leer gegessen, die beiden. Sortierte Smarties, habe ich irgendwie was gehört. Aber reichen, ja. Egal. Ich denke gleich, hier wird die Party wieder total abgehen. Ich habe auf deiner Webseite gelesen, es kommt was Neues. Jetzt im August neue Single aufgenommen. Jo. Also aber ja, da steht noch nicht genau, was und nee. Wie. Soll ich einfach verraten, wie die heißt? Ja. Mach ich nicht. Nee, ja. Darf ich noch nicht, aber wir haben die letzte Woche aufgenommen. Diese Woche geht es nochmal ein bisschen ins Studio und ich denke mal, in ein paar Tagen, Wochen, also ich glaube in ein, zwei Wochen geht die schon an die DJs raus. Und ich glaube, die wird gut. Der Tim Toupé stand ja vor einem Jahr an genau dieser gleichen Stelle, schön bei den Wohnwagen, kurz bevor er seinen Diamant-Single rausgebracht hat, die er dann spontan fünfmal für unsere City Shaker zur Verfügung gestellt hat. Und nun frage ich dich so hier, wenn, so unter uns, wenn sie denn dann rauskommt und du sagen kannst, können wir auch was für unsere City Shaker verlosen? Also, wenn sie draußen ist, dann kriegen wir es auf jeden Fall auf eurer Homepage ein paar CDs zu verlosen. Sehr schön. Okay, der Manager winkt schon, jetzt geht's gleich los, genau. Axel Fischer gleich auf der Bühne, ich wünsche dir viel Spaß. Guckt euch das an. Genau, bei Burgdorf geht's eigentlich immer super ab hier. Micky Krause ist Dauergast, ja. Und es wäre schön, wenn du auch zum Dauergast ja, hier wirst. Hoffe, genau. Wenn ich wiederkommen darf. Na klar. Wir schauen uns jetzt den Auftritt von Axel Fischer an und ja, viel Spaß. Viel Spaß. Achso, ja, ich hab viel Spaß. Ja, 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 genau. Ciao. Ja. Hast du auch gesagt, wie hab ich
eure beiden Kollegen vor euch, beziehungsweise Kollegen kann man das ja nicht ganz nennen, das ist ja noch eine andere Richtung als ihr macht, haben schon gut vorgelegt. Denkt ihr, ihr werdet es noch toppen? Ja, das ist schwer zu sagen. Also wir machen ja eine ganz andere Musikrichtung. Also wir denken schon, dass die Leute richtig gut abgehen werden, weil es halt was ganz anderes ist als vorher. Und normalerweise seid ihr ja zu dritt in einer Konstellation. Wo ist euer dritter Mann? Tja, die Frage wird eigentlich uns häufig gestellt. Wir fahren immer nur zu zweit los, weil Auflegen zu dritt einfach keinen Spaß macht. Außerdem ist es immer das Problem, irgendwann möchte man bei 160 Terminen im Jahr auch mal frei haben. Und so, wenn wir durchtauschen können und immer nur zu zweit los sind, geht es eigentlich besser. Ja, die Sache ist einfach, wenn man zu dritt hinterm DJ-Pult steht, da ist halt immer einer über. Ist einfach so. Zu zweit macht das super viel Spaß, aber wenn man jetzt zu dritt wäre, da wird immer einer irgendwie im Weg rumstehen. Deswegen machen wir es zu zweit. Okay, und was, glaube ich, ganz viele Leute interessiert bei euren Liedern, wie zum Beispiel Herzrasen oder auch Testosteron, ist ja eindeutig eine Frau zu hören. Wo ist diese Sängerin immer? Jeder interessiert sich für die Sängerin. Wo ist sie? Ja, also gerade was sie jetzt gerade macht, kann ich gar nicht so genau sagen. Ich glaube, sie sitzt gerade zu Hause. Unsere Sängerin heißt Chiara, ist auch unsere offizielle Frontfrau von House Rockers und ja, sie hat Testosteron gesungen und wir sind auch live mit ihr auf Tour. Ja, aber heute ist sie halt nicht dabei, so. Aber sonst schon? Ja, also man kann halt verschiedene Sachen buchen, um es so auszudrücken. Aber bei Herzrasen war es noch eine andere Dame, die gesungen hat, oder? Ja, die Herzrasen wurde noch von jemand anders gesungen. Wir haben uns dann irgendwann dazu entschieden, wir haben bei vorigen Produktionen, also bei der Nur Tanzen und auch bei der Herzrasen, haben wir halt eine Sängerin dazugekauft und haben aber irgendwann gesagt, wir wollen eine feste von Frau haben und eine feste Sängerin haben. Und seit der Testosteron ist es also Chiara. Aber sie singt auch die anderen Nummern, wenn wir mit ihr unterwegs sind. Also das ist auf jeden Fall rückwirkend, wirkt es dann so. Aber auch für die Zukunft wird es so sein, dass Chiara unsere feste Sängerin bleiben wird. Alles klar, und ihr sagt ja, also Testosteron ist ja eure neue Single. Werdet ihr diese heute auch vortragen? Ja, na klar. Na klar, unbedingt. Was für eine Frage. Wie lange werdet ihr heute Musik für uns machen? Also eigentlich offiziell eine Stunde, aber ich glaube, so wie das aussieht, werden wir bestimmt 2 bis 3 Stunden spielen. Da freue ich mich auf jeden Fall. Ich stehe nämlich total auf eure Musik und werde bestimmt noch ein bisschen dazu abtanzen. Aber ich habe noch gelesen, euer richtiges Highlight war ja letztes Jahr, wo ihr mit Scooter on Tour wart. Erzähl mal. Ja, das stimmt. Also 2010 waren wir mit Scooter auf Deutschland-Tournee, also auf 2 Tourneen quasi. Wir haben 20 Konzerte gespielt. Bei den 20 Konzerten ungefähr 100.000 Leute erreicht. Unser größtes Konzert war in Hamburg in der Colorline Arena, war das vor 15.000 Leuten, glaube ich. Und ohne Scheiße war ich echt nervös, als ich da auf die Bühne gegangen bin. Das war schon sehr, sehr aufregend, ja. Ich wollte gerade sagen, das ist ja noch ein bisschen was anderes als hier, ne? Hier sind ja gerade mal vielleicht so 300, 400 Leute, da sind 15.000, ja, schon ein wenig mehr. Also ich habe gehört, heute sind hier über 1.000. Ach Quatsch. Ja. Wirklich? Das habe ich noch nicht mal mitgekriegt. Aber gut. Ja gut, aber ja, ich bin noch nicht so gut im Schätzen. Das ist natürlich auf dem Konzert ist halt was anderes so. Das ist halt keine richtige Party, da kommen die Leute hin, um die Musik zu hören einfach. Und das kann man nicht vergleichen, das ist ein Highlight des Lebens, ist einfach so. Aber durch eure Berühmtheit habt ihr ja auch schon sehr viele Produktionen für andere gute Künstler gemacht, wie Ariana oder die Atzen, habt ihr alles schon gemacht. Steht in nächster Zeit irgendwie was an? Ja, also es stehen einige Projekte an, über die wir jetzt aber noch nicht so sprechen können. Wann dürft ihr denn darüber reden? Wenn es soweit ist. Ja, genau, wenn es soweit ist. Wir sind also mit einigen Künstlern weiter in Gesprächen und wir werden auch in Zukunft ganz aktuelle Remixe für sehr große Leute machen, aber wir dürfen, wie gesagt, in diesem Zeitpunkt noch nicht dazu sprechen oder darüber noch nicht reden. Okay, alles klar, dann danke ich euch für das Interview und wir genießen jetzt den Auftritt von den House Rockers. Jungs, rockt das Haus! Werden wir. Please welcome the House Rockers. Let the dancing begin.
langsam soweit. Lass so viel Wahnsinnsstimmung dürfen wir auch endlich mal, ja? Für die nächste Stunde gibt das hier so ein bisschen mehr auf die Mütze. Jetzt unser Single House Rockers mit Herzrasen. Ich würde sagen, das erste Mal die Arme nach oben und wir machen so ein bisschen Stimmung. Mein Herzrasen, Baby, Herzrasen, rocken hier noch mächtig die Bude. Ein toller Abend hier mit Rick Arena, Axel Fischer und jetzt den House Rockers hier. Peter Burgdorf, wieder alles richtig gemacht. Super, 1+ mit Sternchen. Wir gehen jetzt noch ein bisschen feiern und freuen uns, wenn wir uns bald wiedersehen. Hier bei Stage Time TV auf City Shake. Nee. Die ganze Nacht, die ganze Nacht.